Es kann auch sein, dass ich eine Labrador-Mama bin. Ich liebe dich. Aber du hast einen kleinen Pitbull-Sohn. Ich weiß. Ich liebe dich so, mein Junge. Habe ich dir das schon? Komm, ich lese dir noch. Oh. Der muss es auch hören, dass er immer geliebt, aber nicht ständig. Und ich als Labrador. Wenn so ein Pitbull, wenn der erwachsen ist und wenn der so eine Sitzung macht, um 9 Uhr geht's los, dann ist um 9.05 Uhr und da fehlt noch einer, dann wird abgeschlossen. Und wenn der rein will, dann kann er nach der Frühstückspause rein, wenn er mir erklärt hat, warum er zu spät kommt. Der Labrador, um 10 nach 9 und da fehlt noch einer. Oh Mann, hoffentlich ist da nichts passiert. Und wenn der dann um 8:45 kommt rein, Entschuldigung, ach, alles gut, ist gut, komm, versorg dich erstmal. Zu was trinken. Und da ist doch schon klar, dass da Missverständnis mit den Kindern und Erwachsenen doch erst recht. So ein Labrador, dann darf ich auch mal über Gefühle. So ein Labrador, wenn der reinkommt, der möchte ich auch mal in den Arm nehmen. Das ist für einen Pitbull nicht so das, was er sich jetzt wünscht. Für den nächsten ist nämlich unser Pudel. Und spannenderweise, Pudel, das sind. Witzigerweise, wir haben immer öfter auch Pudel dabei, aber irgendwie will ein Pudel nie ein Pudel sein. Ich bin Labrador. Aber es ist wirklich okay, Pudel zu sein. Jeder Pudel ist irgendwo auch Labrador und alles. Es ist keine Wertung da. Wenn du weißt, dass dir ein Pudel gegenübersteht, dir ist das Äußere total wichtig und die Frisur und wie auch immer. Und wenn ich Labrador bin, als Lehrer oder ich als Mama oder wie auch immer, und da ist ein Pudel, ich kann auch eine Pudeltochter haben. Ein Pudel, der will erzählen. Und der will auch zu Ende erzählen. Ein Pudel will ausreden. Wenn ich Wortmeldung habe von einem Pudel, dann weiß ich, ich frage nichts zwischen. Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage. Und das meine ich jetzt ganz liebevoll, aber wir reden ja offen. So ein Pudel, in der Regel, der stellt seine Frage, überlegt sich seine Antwort, gibt sich in der Regel seine Antwort und bedankt sich dann bei dir. Wenn du nichts machst. Hey, wenn du Pitbull-Papa bist und du hast eine Pudel- oder eine Labrador-Tochter, lass sie mal ausreden. Nö, musst du so machen. Lass sie mal ausreden. Wenn die den Rahmen haben, dass sie ausreden können, dann fühlen die sich plötzlich gesehen und gewertschätzt. Und manchmal ist das gar nicht so leicht, wenn ich selber ein Pitbull bin oder ein Labrador. Oh, ehrlich? Oh, das habe ich auch schon mal erlebt damals. Mama, ich bin noch gar nicht fertig. Wenn ich das weiß, naja, dann weiß ich aber auch, wenn die Dame mal ihr Zimmer aufräumen soll, dann reicht's nicht als Labrador, räum jetzt auf. Dann kann ich das vielleicht auch erklären, warum das wichtig ist und weil wir Besuch bekommen und ohne Löffel in der Schublade die anderen keine Joghurts mehr essen können und Pizzakartons woanders hingehören. Und